Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Cycle. Ja, ihr seht schon, hier ist alles leer. Was ist passiert? Ganz einfach, der Spielstand wollte, nachdem ich sehr viel umgebaut hatte und darüber auch nochmal ein Video drehen wollte, der lädt einfach nicht mehr. Jetzt habe ich nachgeschaut, da andere, so wie ich, eine Preview-Version von New Cycle hatten, passt die Version nicht mehr. Die neuen Hotfixes sind nur in der Public-Version, also musste ich jetzt die Version wechseln. Und da sind die Spielstände, ja, inkompatibel. Also, was bedeutet das? Wir müssen jetzt alles neu bauen. Ich gucke das wieder bis zur Stelle baue, wo wir waren. Am besten mit, ja, all den Gebäuden im Technologiebaum natürlich allem drum dran. Und dann schauen wir mal. Ja, ist ein bisschen Arbeit, ne? Ich nehme zwischendurch ein bisschen was auf und dann seht ihr den Fortschritt in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Da ist wieder das Schiff. Wisst ihr noch, als wir uns entschieden haben, dass wir denen das Zeug liefern? Bin mal gespannt. Diesmal sage ich einfach, ihr bekommt nichts. Wer ist damit? Bin gespannt, was dann passiert. So, und kleiner Zwischenstand. Ihr seht, hier wurde schon einiges gebaut. Wir haben hier, ich mache mal kurz hier langsam. Ja, Papier. Papier und Holz. Wir schalten auf Produkt, da seht ihr das besser. Die Gebäude habe ich um die Taverne herum gebaut. Eins ist außerhalb, macht aber nichts. Dann haben wir hier einen Haufen Brunnen und die habe ich diesmal so platziert, dass ich immer erst einen Ressourcenknoten in der Reichweite habe. Also so, und dann den nächsten da rechts nebendran gebaut, mit diesen Ressourcenknoten bekommen. Und somit, ja, pumpe ich das Wasser schneller, ne, pro Knotenpunkt. Weil wenn ich das über zwei oder drei Knotenpunkten platziere, dann nimmt der alle drei in Anspruch. Ne? Das hatten wir ja schon mal gesehen in den letzten Folgen, dass das ein bisschen seltsam war. Und der Unterschied zur Wasserpumpe, der ist mir auch nicht aufgefallen, dass es einfach die Wasserpumpe pumpt, natürlich auch im Winter. Das macht ein Brunnen nicht. Aber wenn man das so aufbaut, dann ist es sowieso egal. Die pumpen das schnell genug, nehme ich mal an. Sehen wir später, ob die da was vom Balancing her geändert haben. Und dann hat man auch genug Wasser, seht mal. Ne, also, ist massiv. Die Essensproduktion haben sie auch angehoben, anscheinend. Ich habe jetzt zwar schon 4 Suppenküchen, 438 Leute, aber es scheint deutlich besser balanced zu sein von den Leuten. Und ja, hier haben wir noch ein bisschen was an Holz und Stein. Und hier seht ihr schon das Areal, das ist vorbereitet. Hier holze ich erstmal alles ab. Und Steine, die werde ich auch erst abbauen. Und da habe ich aber dazwischen jetzt schon die Eisenbahn gebaut. Und die Werkzeugschmiede. Hier, ja, Gathering Camp. Dann habe ich hier wieder ein paar Gruben. Ich habe schon mal 3 vorbereitet, weil Lehm, Stein und Sand. Und daneben sind auch schon die Brennöfen. Und da stelle ich Ziegelstein her. Ja, hier haben wir ein paar Lager. Das hat sich angeboten, weil hier keine Fruchtbarkeit, kein Wasser, nichts. Bei hier zeigt immer Wasser an, aber das ist, wo ist es? Hier ist der Knotenpunkt, ne? Von daher, man sieht schon. Und hier sind noch 3 Stück, die könnte ich auch noch anzapfen. 4 sogar. Da unten haben wir noch ein paar. Können wir eigentlich gerade machen. Dann seht ihr mal, wie ich das gemacht hatte. Wenn ich jetzt sage, komm, wir lassen diese Straße hier. Gucken wir mal. Platziere ich jetzt eins hier, damit ich nur den einen Knotenpunkt bekomme. Dann den zweiten. Da geht auch schon der dritte. Muss man nicht viel tun für. So, und wenn ich das gleiche beibehalten will von Abstand. Ach, 3 Abstand geht auch. Komm. Ups. So, okay. Da sind schon wieder ein paar angeschlossen. Das könnte ich da unten jetzt auch machen. Ja, komm, machen wir auch. Schnell. So, und dann gucken wir mal, was mit dem Schlachtschiff ist. Zack. Und diese 2 sind auch angeschlossen. Sehr schön, weil wir haben genug Stein, alles. Ihr seht, wir haben zuhauf. Technologiebaum sind wir hier angekommen. Zyklus 3. Muss noch ein bisschen was freigeschaltet werden. Das baue ich dann natürlich auch. Ich bin hier gerade dran, wie ihr seht, an den Kleidern, der Kleidung. Hier speziell wegen den Präparationen zur Forschung. Das kennt man auch. Da auch aus den alten Folgen. Kennt ihr das noch? Glas und Bronzebarren fehlen da noch. Das muss ich auch noch bauen. Ja, und ansonsten lassen wir mal schnell laufen. Mal gucken, was mit dem Schlachtschiff passiert.
Demand for meeting, da ist er. Uninvited guest. You may speak freely. Jetzt sagt er wieder, kommt von der Konföderation und ja, ne? Was wir denn für Leute wären und wir sollten helfen, denn ja, passive-aggressive. So, und diesmal sag ich, I don't see any reason to help. Oder? We can't even produce... Das nehme ich. So, ah, I see another bunch of fools who think that they are the center of the world and can overcome anything. Allow me to give you a broader perspective. Oh, okay. Oha. Oh, what the fuck? Okay. Oi. Upsen. Also, wir haben doch ein bisschen was an Feuerpower. Okay, okay, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. I believe this was an adequate showcase. If you still find it difficult to understand, we can provide more effective examples. Now try again, what do you say? We get a picture, no need to take things further. Okay, also wir müssen es liefern, ob wir wollen oder nicht. Okay, cool, dass wir das mal ausprobiert haben, aber es ist ja nicht viel passiert. Aber, Labor Theft, 20 Tage. We did not consent to this work, no good will come of it. Okay, wenn ich das richtig verstehe, sind die jetzt sauer, dass wir nicht gleich zugestimmt haben, weil das noch später andere Konsequenzen haben könnte. Aber ganz ehrlich, was wollen sie dann tun? Wenn sie uns zerstören, wie kommen sie dann an Ressourcen? Versteht ihr? Naja. So, das war die, ja, die Ruhmtour, wollte ich schon fast sagen. Der Zwischenstand von der Siedlung. Und weiter geht's, bis wir wieder bei Zyklus 6 war's oder wie, ne? Ja, irgendwo da vorne angekommen sind. Ich weiß nicht, ob wir das in den letzten Folgen hatten. Beginning of the end. Rainfall is decreasing day by day. We are experiencing drier and longer summers. We seem to be believing this sequence of events that turned half the planet into a wasteland. We may be facing an even more dire event this time, though we can't know how dire for sure. The only thing we do know is that many locations across Earth, including our settlement, will rapidly deteriorate to the point where they will no longer be able to support human life. We are rapidly moving towards a state where we won't be able to grow crops and not a drop of rain will fall. We may even have to face consequences that we can't yet imagine. Also, wenn da kein Tropfen Regen mehr runterkommt, haben wir ein Problem. What can we do? We don't have an answer to that right now. We have to think through the likely scenarios, assess our situation and work to find a solution. In the process, we need to decide how to divulge this knowledge to the community. Jetzt kommt es mir doch ein bisschen bekannt vor. The whole community will know about this disastrous state of affairs. We have to trust that the people can handle it. Das wäre meine Antwort. Lügen bringt nichts. Informationen zurückhalten. Nein. Ihr wisst, wie das endet. No action will be taken, the matter will be closed. Ja, komm. Wir sagen es allen. Die Leute haben es verdient zu wissen. Wait for the plans to drawn up for possible roadmaps. Das hat jetzt diese alarming News gegeben. Minus 35 Moral vor alle Klassen. Das ist mies. Allerdings, ne? Gehen wir jetzt zur Stadthalle. Hier haben wir sie. So. Gibt's ja diese Aktionen, ne? Gibt's irgendwo auch einen Moralboost, oder? Workforce. May the force be with you. So, wir haben noch keine Aktion, die irgendwie die Moral boostet, oder? Plus 20 Attraction, plus 20 Health. Efficiency, Moral minus. Ja, minus wollen wir ja nicht. Okay, dann müssen wir da wohl durch. Ansonsten, wir sind jetzt hier. Wir haben fast alles, ne? Deshalb auch der Zwischenstand. Wir haben einmal Getreide, wir haben ja Leinen, dann Gemüse.
Auf dem Gebäude, manche schon auf Tier 2. Dann haben wir natürlich unser Pub, Taverne, Guardhaus. Ja. Papier, Holz ist klar. Hier sind einige Windräder noch gebaut worden. Energiesäter ist auch sehr hoch, denn wir haben einen Kohlegenerator. Der steht hier oben. Und diese Mine hat nur eine einzige Ressourcen-Node. Ressourcen als ein Knotenpunkt. Und deshalb der Kohlegenerator und ja, direkt Craftsman, also die Handwerker da reingesetzt und ein Arbeiter. Verbraucht 45 Kohle den Tag und wir produzieren 176. Denn da möchte ich ein bisschen Luft haben und ein bisschen was einlagern. Ihr seht schon, wir haben massives Lager hier. Also einiges. Und ihr seht trotzdem, ist das alles bald schon wieder voll. Und ich habe sogar da unten noch welche. Das muss ich dann wohl aufrüsten hier. Denn ja, man kann davon nie genug haben. Was gibt es noch zu sagen zum Status? Wir gucken mal kurz, habe ich das jetzt irgendwo in Fertility Layer gebaut? Natürlich. Ja, das war nicht so klug, wobei hier passt ja noch alles hin, aber hier wäre es auch gut gewesen. Da kann man immer noch umbauen, dann baue ich nachher mein Lager irgendwo da unten links hin. Dann kann man das umschiften. Vielleicht mache ich das auch gerade, bevor die stehen. Sonst tut es nachher weh. Das machen wir jetzt schnell zusammen. Utilities, Stockpile und dann bauen wir hier noch ein paar hin. So. Damit die nicht meckern wegen der Effizienz der Straßen, bauen wir das so. Zack. So. Wäre das auch erledigt, Ende des Jahres. Wir haben Wasser, ist deutlich runtergegangen. Habe ich jetzt wieder ein paar Brunnen gebaut. Ihr seht aber mittlerweile, ich habe jede Ressource an Wasser angezapft, die es hier auf der Map gibt. Wir haben mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 Suppenküchen. Ja, allerlei Produktion. Hier habe ich immer mal wieder sehr viele, ja, Field Camps gebaut, beziehungsweise Holzfäller, damit hier das Holz schnell abgeholzt werden kann und ich nicht einfach das Holz nur überbaue. Das ist nämlich dann weg. Hier genauso, wie ihr seht. Und das ist auch bald alles abgeholzt hier in der Nähe. Und dann geht es hier weiter mit der Abholzung. So, und dann haben wir irgendwann aber auch kein Holz mehr. Es sei denn, wir bauen da unten noch alles ab. Aber ich bin ja eigentlich nie Fan von alles an Wald abholzen. Egal in welchem Spiel. Sieht halt blöd aus, wenn da keine Bäume mehr sind. Nichts mehr grün ist. Und wir müssen sowieso auf die Weltkarte, ne? Ihr seht also, wie gesagt, Kohlegenerator. Hier haben wir noch die Eisen, die Zinn und nochmal Eisen. Das habe ich aber nur gemacht, damit das Gebäude nicht wieder sagt, ist nicht in Benutzung. 5 Tage lang 20% Effizienzverlust. Das ist blöd. Deswegen setze ich da mittlerweile immer eine Person rein. Auch wenn nicht wirklich in Benutzung. Und hier haben wir Kupfer. Und hier sind auch schon die höheren, die Schmelze anstatt die Forge. Oh, die englischen Namen, ne? Die immer wieder dieses Denglisch, Englisch, Deutsch, schrecklich. der Wechsel, der macht echt Kirre. So, hier fehlt aber Zinn. Bekommen wir anscheinend nicht genug, obwohl Zinn hier mit voll Karacho abgebaut wird. Dann brauchen wir noch ein Gebäude für Zinn. Gut zu wissen, muss ich mal merken. Genau, und genau, das ist nur, habe ich ja eben erklärt. So. Aber im Prinzip wird hier alles produziert. Wir haben auch genug Ziegel und so weiter. Wir stellen schon Glas her. Und wenn man hier in die Overview schaut, eigentlich sieht das alles recht balanced aus. Sehr ausgeglichen. Fleisch geht ein bisschen runter. Aber das kann man in manchen Gebäuden, in diesen Sammelstellen, habe ich nur 2 oder 1 Arbeiter drin. Ne? Wenn ich da an einer Stelle nur einen mehr einsetze, dann ist das auch wieder fein. Und -4 ist jetzt nichts, um was man sich Sorgen machen müsste. Holz allerdings geht ja immer mehr runter. Ne? Und wenn ich hier Balance insgesamt gucke, dieses Jahr, ja, Fleisch und Eisen. Aber ich gehe mittlerweile immer auf die Tagesübersicht. Und wenn mir irgendwo Leute fehlen, empfehle ich euch auch, geht da hier hin und schaut, was ihr extrem überproduziert. Da könnt ihr dann ein paar Leute abziehen und dann ist das gut. Das könnt ihr dann an einer anderen Stelle einsetzen. Ja, aber sieht alles soweit sehr gut aus. Bald haben wir auch wieder mehr Arbeiter, weil hier das Holz weg ist. Vielleicht reiße ich hier schon eins ab, weil 99 Ressourcen kann der alleine bauen. Ach, ich lasse es einfach. Muss halt nur wieder dran denken. Und von der Forschung her, ja, sind wir bald wieder, wo wir mal waren.
Stahl müssen wir dann auch mal herstellen. Allerdings kommen jetzt zuerst nur wieder Medizin. Das war ja die Hölle. Dann hier die Konserven für die Weltkarte und die, ja, Tech 2 Küche, möchte ich mal sagen. Das andere waren ja Suppenküchen. Jetzt haben wir richtige Küchen dann bald. Dann dieses Training, das hatten wir auch. Und dann sind wir bald wieder an der Stelle angekommen, auf der wir aufhören mussten. Wegen dem Safe Game, das nicht mehr geladen werden kann. Ja, muss ich durch, müsst ihr durch, ne? Ich habe jetzt auch einiges an Zeit hier Offcam gespielt. Wobei, es lief ziemlich gut. Trotz ab und zu ein bisschen vernachlässigen, hier alles zu managen und so weiter, sind wir bei Tag 329. Ich glaube, so weit, wie wir vorher bei fast 900 waren. Also geht recht schnell. Weltkarte habe ich mich halt jetzt nicht wirklich drum gekümmert. Das hätte ich öfter machen müssen. Da war ich ein bisschen, ja, ein bisschen faul, möchte man sagen. Ist aber sehr wichtig, weil, wie gesagt, beim ersten Durchgang hatten wir uns ja darüber geärgert mit der Weltkarte und Ressourcen und so weiter. Aber, ne? Ich bin mittlerweile der Meinung, da kommt auch bald noch ein Tutorial, wenn ich da bei den, wie gesagt, Fließbändern alles angekommen bin. Irgendwann ist das Holz halt alle, der Stein ist alle, Mine eventuell möchte man nicht, ne? Stein weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich da jetzt Quatsch geredet habe, aber wir bekommen ja hier viele Ressourcen. Also das ist nicht viel, wenn man das umrechnet. Wir müssen auch diese besseren Mahlzeiten gar nicht herausgeben, wenn wir nicht möchten oder nicht die Ökonomie dafür haben. Ansonsten können wir hier einfach diese Konserven herstellen, stellen hier Leute ein, bauen die Straße, damit wir die Boni haben, weil ohne Straße haben wir einen massiven Negativboni, wie ihr unten seht, minus 20 und dann nochmal, ja, die Schienen, die kommen aber viel, 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 viel später. Aber ansonsten kann man hier einen Haufen, ja, Holzfäller einstellen mit Konserven. Da braucht es dann den Elektromotor, das geht aber auch noch, das ist überschaubar und dann haben wir aber einen Haufen Leute gespart und müssen uns hier keine Gedanken mehr um Holz machen. Das gleiche gilt für Wasser. Wir haben hier die ganzen Brunnen. Wenn uns Wasser fehlt, können wir hier auch über die Weltkarte nachsteuern. Genauso wie zum Beispiel auch Eisenerz. Hier können wir nämlich auch Minen einsetzen, wenn es die entsprechende Ressource gibt. Also, ja, im Gegensatz zu den vorherigen Folgen wissen wir jetzt, die Weltkarte ist sehr wichtig und man sollte auch meiner Meinung nach mittlerweile schnellstmöglich schauen, dass man hier auf der Weltkarte Fuß fasst und die Materialien dort herbekommt, weil irgendwann reichen die Ressourcen halt nicht und oder die Leute nicht und umso mehr Leute, umso mehr Ressourcen braucht sie auch wieder an Essen, Nahrung und so weiter. Also Weltkarte. Wichtig. Und wenn es notwendig ist, dann halt einfach auf den einfachen Mahlzeiten lassen oder eine Suppenküche auf einfach lassen, die anderen auf erweiterte Mahlzeit, wenn man denn die Ökonomie hat. Und dann mit dieser einfachen Mahlzeit die ganzen Konserven herstellen. So, soweit. Das war wieder ein kleiner Zwischenstand. Dann gucken wir mal, dass wir, ja, vorankommen. Ja, Leute, und wie ihr seht, wenn ein Gebäude brennt, reagiert rechtzeitig. Denn sonst brennen halt direkt mal drei Gebäude. Das geht sehr, sehr schnell. Ich glaube, das ist ein Screenshot wert, oder? Ja. So, finale Pläne. We have put together a rough estimate of the sequence of expected atmospheric changes. Based on the information we have, a global increase in temperature and the desertification of land masses will be followed over time by a complete breakdown of the structural integrity of the atmosphere. Also, das wird alles zugrunde gehen. At some point, the planet will lose the ability to house oxygen, and keep water in a liquid state. Earth is on track to become a dead piece of rock. Though leaving it behind and launching into the unknown of space would be a partial solution, we don't have the resources, the knowledge or the time for such a massive undertaking. Oh, soll das bedeuten, wir können in den Untergrund gehen? Oder wie zum Beispiel auf dem Mond oder Mars müssten wir, ja, hermetisch abgeriegelt sein, müssen unseren eigenen Sauerstoff herstellen mit Pflanzenhäusern und so weiter. Mhm. Und müssten dann auch dort Essen anbauen und so weiter und so fort, bräuchten Anzüge. Boah, das ist cool. We can neither escape nor rectify the situation.
But we can take steps to preserve life and the continuity of our species. Perhaps as the atmospheric balance fluctuates, it will stabilize again and we can go back to our old way of life. For now, though, we can migrate slightly further north to lands that will be eroded more slowly. However, this will hardly give us time to rebuild what we'll be leaving behind, much less allow us to survive the catastrophe. Ja, wenn der Planet nicht mehr in der Lage ist, Sauerstoff zu halten und das Eis gefriert. A more permanent, albeit more challenging solution would be to build an underground bunker. Oh, wie cool! In our current location, while we are still producing at full capacity, we can think of it as a gigantic underground city that will house the future of our species and perhaps of all life around us. Also, eine sehr coole, geile Matrix-Stadt. Nur, dass in Matrix ja die Leute trotzdem atmen können, ne? In der Luft. So. Sehr cool. Sehr cool gemacht. So, aber nichtsdestotrotz, das hier müssen wir immer noch alles machen. Diese Krankenstation, die bauen wir dann auch sofort, wenn die erforscht ist. Das gibt Boni auf die Moral. Auch wenn man noch keinen Alkohol oder Bier hat, aber das sind wir auch schon am Produzieren. Aber wie immer, es fehlen jetzt Leute. Leute, ich weiß nicht, warum ich jetzt diese ganzen Meldungen bekomme und die vorher nicht bekommen habe. Gut, wir hatten als Content Creator natürlich Preview-Versionen. Deshalb ging ja das Safe Game jetzt nicht mehr. Safe Game. Ey, meine Zunge wieder. Safe Game. Und jetzt in der Public-Version bekommen wir hier einige Meldungen mehr und wir lesen wieder vor, denn our plan is ready. Der theoretische Weg zum Bunker. Our proposal for forming a safe settlement at a habitable depth before the planet surface changes to life-threatening levels. Phase 1. We can start by digging a main shaft from the surface to a sufficient depth. Once we have a main shaft, we will need to build a series of facilities that will work on the site and manage the workforce with materials to be sent underground. For the final stage, we will start to open up large spaces underground called sectors, which will be designed as independent compartments. We will need to decide step by step what the units in these sectors will be. For the systematic operation of the bunker, we will need to move according to current needs. Throughout the process, there will be moments when many critical decisions will have to be made, some of which will be very uncomfortable for everyone in the community. We have work to do. Okay, die Story geht weiter. Jetzt wird's krass. Okay, die Sectors are Generator Sector, Living Quarters, Indoor Farm Sector, Public Service Sector, Production und Warehouse. Oh je. Okay, in different heights. The sectors must be spread out in a reasonable manner and built according to the number and needs of the population. Gut, das ist klar. Mob time, we can repeat and increase the bunker's capacity. Blablabla, we can start by determining the location and constructing the foundation for excavation. Okay, los geht's. Build a bunker. Choose a suitable site for the underground city and start building the components to dig the main shaft. Ach du Himmel. Leute, wir gucken mal kurz nochmal einen Technologiebaum. Wir sind jetzt hier angekommen. Das heißt, wir sind gleich wieder bei den Long Distance Communication für die Supplies. Eisenbahnen werden wenig. Wir waren vorher hier, ne? Aber so wie das jetzt losgeht mit den Nachrichten und sowas, bei Tag 300, 400 schon, würde ich sagen, machen wir hier Schluss und dann in der nächsten Folge... fangen wir an, ja, hier die Story ein bisschen zu spielen. Bis dahin habe ich bestimmt den Rest erforscht. Ich wünsche einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssikowski.